guten Morgen jetzt auch nochmal von mir. Ich bin jetzt außen für die draußen sitze, wie man sieht, im Auto, im Parkhaus. Fahre jetzt auch gleich auf die Arbeit. Ich wollte euch heute oder die nächsten Tage ein bisschen mitnehmen. Ich möchte ein paar Lesezeichen gestalten. Das trifft sich nämlich auch ganz gut. Meine Freundin von mir auch Lesezeichen wollte. Die hat nächste Woche nämlich Geburtstag. Ja, da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen. Ich wollte auch noch im Atelier ein bisschen umbauen. Das zeige ich dann euch noch. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt geht's erstmal zur Arbeit und wir sehen uns dann später. Hallo von mir, wieder aus dem Auto. Bin jetzt fertig mit der Arbeit, bin jetzt vor dem Atelier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen hoch. So, willkommen. Was ich vorhatte, ist, dass ich diese beiden Tische, also nein, ich tische nicht, die Tischplatten austausche. Warum? Ich bin ja momentan, male ich immer auf den dunklen Tisch und filme da auch, aber ich finde, das ist ein bisschen zu dunkel. Und jetzt wollte ich das mit der weißen Platte ausprobieren, dann sieht es ein bisschen freundlicher aus. Genau, das wird jetzt die erste Aufgabe. Let's go. Das hier sind ein paar Bilder, zu denen ich schon Videos auf meinem Kanal gemacht habe. Also, falls die euch interessieren, dann schaut da gern vorbei. So, ich finde, das sieht im ersten Moment schon mal ganz gut aus. Die weiße Platte hier, die ist von Ikea, die habe ich aus der Fundgrube. Die hat irgendwie nur so 20 oder 25 Euro gekostet. Und ich kann das euch echt empfehlen. Die hat hier so ein paar Macken. Hier sind so ein paar Risse. Und hier ist so ein bisschen was. Aber ich finde für den Preis das voll in Ordnung. Vor allem halt fürs Malen, das sieht ja kein Mensch. Ja, dann werde ich jetzt mal das Ganze wieder da drauf räumen. Yay! Vorher wasche ich aber auch nochmal die Schubladen ab. Die sind auch saudreckig. Und dann geht's daran. Boah, im Ernst, Leute. Das sieht so krass aus. Guckt euch das mal an hier. Das sieht voll riesig aus. Ich dreh's mal um. Wie schön sieht das bitte aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe auch was vergessen. Es sieht so leer aus irgendwie. Warte. Von weiter weg. Ich freue mich. Sehr, sehr cool. Und hier sieht es jetzt so aus. Ignoriert das. Das ist klassisches. Wir müssen es nicht wegschmeißen. Vielleicht kann man es noch gebrauchen. Kram. Und noch ein paar Leinwände. So, nach der ersten Arbeit, die jetzt geschafft ist, werde ich jetzt kurz mal was essen und dann geht's auch schon los. Ich hoffe, ich komme heute noch ein bisschen voran mit den Lesezeichen. Eine Idee habe ich schon für eins, für die anderen müsste ich mir noch was überlegen. Ich wollte euch jetzt ganz kurz erklären, was ich mir so überlegt habe. Meine Freundin möchte gerne Lesezeichen haben, die so fantasymäßig angehaucht sein sollen und die sollen Drachen enthalten, weil sie nämlich auch gerade Fourth Wing gelesen hat. Da hatte ich mir dazu dann hier ein paar Drachen rausgesucht, einfach nur als Silhouette. Was ich dann, also ich werde es beidseitig bemalen. Das sind ja diese vorgeschnittenen Lesezeichen. Und dann wird auf die eine Seite Lila in den Hintergrund kommen. Das seht ihr gleich auch nochmal, so ein Nachthimmel. Und dann werde ich verschiedene Drachen damit drauf. Und dann hatte ich überlegt, auf die andere Seite so eine Frau zu machen. Und ich möchte, dass da dann so ein Blitz rauskommt. Da habe ich mir den Blitz ausgesucht und das habe ich dann mir so mal zusammengebastelt. Das sah dann ungefähr so aus, beziehungsweise dann so, weil ich wollte dann schon, dass da mehr Blitz auch mit drauf ist. Und für das zweite bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also da hatte ich bis jetzt nur ein Bild und zwar das hier. Das wäre einmal hier diese Blümchen, das fand ich echt ganz schön. Und dann als zweites noch das hier. Einfach ein paar Wolken.
muss das Ganze jetzt natürlich erstmal ein bisschen trocknen lassen. Aber was ich schon machen kann, ist, dass ich das nächste vorbereite. Das hier. Genau, das mit den Blumen. Das wollte ich ja eventuell mit Acrylfarbe vermalen. Ich denke, das werde ich auch so machen. Aber ich wollte das auch wieder mit einem Rand machen. Deswegen klebe ich mir das jetzt auf hier so ein Stück Papier. Ich denke, ich werde es mal hiermit versuchen. So, jetzt sollte es gehen. Ich dachte, dass ich den Rand oben und unten halt ein bisschen breiter mache und jetzt hier halt ein bisschen schmaler. Ja, es nimmt sonst sehr viel weg, wenn ich das jetzt genau die Breite mache von dem Klebeband. Ja, sehr gut. Ich habe mir jetzt hier meine Acrylfarben rausgesucht und jetzt will ich das mal grundieren. So sehen jetzt die beiden bis jetzt aus. Also das hier ist eigentlich auch schon so gut wie trocken. Und dann werde ich jetzt noch hier die Rückseite machen. Dann nehme ich hier überlegt, auf die eine Seite kommen die Drachen. Die wollte ich dann aber nicht mit Gouache draufmalen, sondern mit einem Feinliner am besten. Aber wenn ich das dann erst mit dem Feinliner mache und dann erst, also den Hintergrund dann mache, dann habe ich Angst, dass es, wenn es nochmal nass wird, dann verläuft. Wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, deswegen mache ich jetzt erst nochmal hier den Hintergrund. Da sind die zwei, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich sitze im Umdreher, ist eigentlich ganz gut geworden. Bis auf eine Stelle, die ist hier ein bisschen untergelaufen, aber das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja, das lasse ich jetzt so. Ich werde jetzt auch gleich nach Hause fahren. Ich habe eben schon hier meine Pinsel gewaschen und hier alles ausgewaschen. Das kommt jetzt auf die Heizung. Und dann trinke ich noch meinen Tee und dann geht's nach Hause. Guten Morgen. Ich mache mich jetzt mal fertig. So, ich weiß nicht, ob man es vorhin gehört hat. Nochmal guten Morgen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto und mache mich jetzt auf die Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, ins Atelier zu fahren, weil ich nach der Arbeit dann auf den Faschingsumzug. Deswegen muss man schauen, ob ich es danach dann noch schaffe. Mal sehen. Ich hätte jetzt kein krasses Outfit zum Verkleiden und ich wüsste auch nicht, wie das Wetter wird. Es ist sehr warm. Also es ist wärmer als gedacht. Aber ja, deswegen bin ich jetzt nur eine Prinzessin. Guten Morgen. Ich bin heute auch etwas spät dran. Es ist jetzt 5:30. Heute geht's wieder ins Fitnessstudio. Heute werde ich Oberkörper trainieren. Zurück im Atelier und habe jetzt auch schon eben Tee gekocht. Werde jetzt noch Wasser für die Pinsel holen und dann geht's endlich weiter an den Lesezeichen. Die Frau habe ich jetzt fertig gemalt. Ich habe jetzt extra das Schwert kürzer gemacht, damit es halt aussieht wie ein Dolch, damit ich das so nachempfinde aus dem Buch, aus Fourth Wing, weil die da eher nur mit Dolchen kämpfen, anstatt mit Schwertern. Und jetzt kommt da halt der Blitz noch rein. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so treu des Buchs, aber ich fand es da cool aus und ich wollte das beides verbinden. Für den Blitz habe ich mich jetzt entschieden für Acrylfarbe. Ich habe jetzt hier aber keine weiße genommen, sondern Perlmutt.
Dann schimmert es so ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz cool. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wie ich es mache. Um den Blitz ist ja immer so ein Schein. Und wie ich den jetzt mache. Ob ich den überhaupt vorher mache oder ob ich es komplett weglasse. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich das mit dem Lila mache. Das ist so jetzt die Frage. Aber ich denke, ich werde es jetzt mal mit dem Lila probieren. Und wenn nicht, dann gehe ich halt mit dem Weiß einfach nur wieder drüber. Ich finde, das sieht schon echt cool aus mit dem Perlmutt. Das war eine echt gute Entscheidung. Jetzt ist sie nur hier unten halt sehr dunkel. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Perlmutt halt mit in die Haare mache, weil ja ihre Spitzen so silber sind. Aber dann ist hier so ein Zipfel, was dann so schimmert. Das wäre dann, glaube ich, auch wieder komisch. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Es ist sogar schon trocken. Ich habe es ja auch sehr dünn drauf gemacht und Acrylfarbe trocknet ja auch echt schnell. Was ich jetzt nur gedacht hätte, dass ich vielleicht hier und da noch so kleine Drachen mit reinmache, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich würde mich jetzt erstmal um die Rückseite kümmern. Und da ist mir ja leider vorgestern, als ich die andere Seite angemalt habe, ist mir hier ein bisschen was drunter gelaufen. Deswegen sieht man das hier. Was ich mir da überlegt habe, ist, dass ich hier vielleicht einen halben Drachen male, dass man das dann nicht so sieht. Genau, dass hier ein halber ist, dann vielleicht hier unten noch ein ganzer und hier oben ein ganzer, dass ich drei habe oder vielleicht mache ich auch vier. Ich muss mal gucken. Genau, aber die wollte ich eigentlich auch nicht mit Gouache malen, beziehungsweise nicht mit Pinsel, weil das ja doch sehr fein ist. Deswegen gucke ich jetzt mal, welchen Fineliner oder Stift, Filzstift ich da irgendwie benutzen kann. Ich denke, ich male es mir auch mit einem Buntstift erstmal vor. Ja, das ist so der Plan. Mal sehen, was es wird. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz cool geworden. Ich bin ganz froh, dass ich ein paar verschiedene schwarze Stifte hatte, weil die meisten haben gar nicht funktioniert. Ich habe es jetzt mit dem hier gemalt. Das ist ein Edding und eigentlich, wie ihr lesen könnt, ist der für Porzellan. Aber es hat jetzt auch hier ganz gut drauf funktioniert. Leider ist der aber sehr dick. Deswegen musste ich sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Aber es hat geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Drache, ganz hier unten. Falls ihr Fourth Wing gelesen habt, dann wisst ihr, dass es Andana ist, der goldene Drache. Und den würde ich jetzt auch gold anmalen. Ich werde es jetzt mal ein bisschen wegradieren, das Gelb, damit man es nicht so sieht. Und dann habe ich nämlich hier meine Colliro-Farben, das sind Wasserfarben. Und damit werde ich jetzt Andana anmalen. Ich bin mir jetzt nur noch nicht sicher, welches Gold ich nehmen möchte. Vielleicht das hier. Nutze ich ganz gerne, man sieht es auch, es ist schon ein bisschen abgenutzt. Ich finde, das ist zu gelb oder finde ich das hier vorne? Ich glaube, ich bleib bei dem. Ich glaube, so lasse ich das Ganze jetzt. Das hier unten schimmert ganz schön und ich habe dann noch mit dem Perlmutt ein paar Sterne mit reingebracht und bin dann nochmal mit einem Posca-Stift rein. Ich dachte zwar, der wäre ein bisschen feiner, aber ja, ich finde es echt ganz schön so. Und so werde ich das jetzt auch erstmal trocknen lassen. Und dann bin ich so mit dem ersten Lesezeichen fertig. Und ich bin sehr zufrieden, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich Blitze noch nie gemalt habe und auch Drachen noch nie gemalt habe. Aber ich mag das Fantasy-mäßige auch echt gerne. Und ich hoffe, es gefällt meiner Freundin. Also das Lesezeichen ist jetzt getrocknet. Ich finde, es ist echt richtig cool geworden. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass das Ganze auch dann immer noch so cool aussieht, wenn ich es dann noch einlaminiere. Ich werde es dann nämlich meine Mama bringen. Die hat nämlich ein Laminiergerät. Und weil ich das ein bisschen praktischer auch finde für die Benutzung, damit es dann auch nicht so schnell kaputt geht. Und mehr schaffe ich heute wieder nicht. Leider. Aber so ist es. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Jetzt geht's nach Hause.
heute ist ja auch Valentinstag, wollte ich dann auch nicht so lange arbeiten. Morgen geht es dann auf jeden Fall wieder her. Dann kann ich auch ein bisschen länger bleiben, denke ich. Aber ein bisschen muss ich ja noch vorankommen. Ich habe für das andere Lesezeichen für meine Freundin auch immer noch keine Idee. Ja, mal sehen. Ansonsten wird es nur ein Lesezeichen. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Ich wollte ihr zwei schenken. Ich muss mal schauen. Ich würde ja sagen, gib mir Inspiration, aber es ist dann ein bisschen später. Aber klar, ihr könnt ja gerne mal Ideen für nächste Videos auch gerne da lassen, was ihr gerne sehen wollt. Und ich hatte ja jetzt hier diesen Blog nochmal gemacht, weil der erste auch so gut ankam. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich den euch auch mal hier irgendwo. Dann schaut euch den gerne auch an. Ansonsten bin ich für Ideen offen. Und dann gehe ich jetzt mal. Guten Morgen. Ich habe irgendwie nicht so gut geschlafen, weil mich die beiden Katzen echt ein bisschen wach gehalten haben immer. Ja, so ist es jetzt halt. Gestern Abend haben wir dann noch gegessen und dann noch ein bisschen Big Bang Theory geguckt. Und das ist Benji. Ich werde jetzt mich auch mal fertig machen und dann geht's zur Arbeit. Meine Freundin hat mir gestern gesagt, dass sie einen Phönix auch cool fände. Deswegen habe ich jetzt mal meine Frühstückspause dazu genutzt und habe mir hier ein paar Skizzen gemacht. Ich finde das hier eigentlich ganz gut. Damit es mittig ist, würde ich ein bisschen höher machen. Den Hintergrund würde ich dann in so einem schönen dunkelblau machen. Würde ich wahrscheinlich auch mit Acryl machen. Und dann der Phönix wird dann halt so in gelb, rot, orange tönen. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch mit den Colero-Farben, mit den goldenen rein, damit es schön schimmert. Die auch mit reinnehmen. Und dann drumherum noch auf jeden Fall so ein paar Punkte, Sprenkel, Feuer, wie auch immer. Das ist so die Idee. Ich hätte auch sowas cool gefunden, aber der ist halt einfach zu groß. Hätte ich den ganz klein machen müssen, dann ja, wird das irgendwie auch blöd. Ich hatte überlegt, für die Rückseite den Hintergrund genauso zu machen, also in so einem dunkelblau. Und dann vielleicht einfach nur ein paar goldene Sprenkel drauf. Und dann vielleicht irgendwie einen coolen Spruch. Aber das muss ich noch gucken. Ich bin jetzt im Atelier angekommen und mache mir gerade Tee und dann geht's auch los. Also ja, heute müssen wir uns anhalten. Ich will heute fertig werden mit allem. Heißt, das eine, was ich angefangen habe, mit den Blumen fertig machen. Dann noch das mit den Wolken machen und genau, das zweite für meine Freundin. Ich hatte sie nochmal gefragt, was sie noch gerne wollte und sie meinte, ein Phönix wäre cool. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Genau, deswegen, wir haben viel vor, also let's go! Was ich mir hier jetzt überlegt hatte, war ja, dass ich den Phönix ein Stück höher mache, aber ich glaube, das lasse ich. Ich mache die Flügel einfach ein bisschen höher und länger und ich glaube, dann wirkt es auch einfach viel, viel cooler. Ungefähr so. Ich hoffe, dass ich die Flügel dann auch so schwungvoll hinbekomme zu malen, weil der Platz ist hier ja doch sehr begrenzt. Aber darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Ich male jetzt erstmal den Hintergrund. Den male ich mit Acrylfarbe. Das habe ich mir schon überlegt. Ich habe mich jetzt für diese beiden Acrylfarben entschieden. Das Ganze ist doch ein bisschen dunkler als gedacht, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Mir gefällt die Farbe echt gut und ich werde das Ganze jetzt trocknen lassen und ich werde dann an dem anderen Lesezeichen weitermalen mit den Blumen. Für die Blumen nehme ich jetzt auch ein Acrylweiß, weil ich habe einfach von dem Gouache gar nicht so viel Weiß. Damit ich Tiefe reinbekomme, habe ich mir jetzt noch die Farbe rausgesucht. Das möchte ich ein bisschen ins Weiß mit reinmischen, um die unteren Blumen damit zu malen. Und dann brauche ich noch ein Orange. Ich dachte, vielleicht nehme ich das hier. Aber eigentlich ist mir das ein bisschen zu farblos. Ich habe noch das hier. Das finde ich eigentlich ganz passend. Eventuell mische ich es mit dem anderen. Ich habe jetzt das Ganze fertig gemalt und ich finde, es ist auch echt cool geworden. Ich habe da noch ein paar Punkte reingemacht, weil ich fand, es sah ein bisschen langweilig aus. Und habe auch wieder ein paar Glitzerpunkte mit reingemacht. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch ein paar Details in die Blütenmitte mit reinmalen.
und dann lasse ich das Ganze erstmal trocknen und dann können wir zusammen das Klebeband abmachen. Das ist jetzt auch getrocknet. Ich werde jetzt die Rückseite anmalen. So, das war's jetzt auch schon wieder. Und jetzt geht's wieder zum Trocknen. Bevor es weitergeht, mache ich jetzt eine kleine Pause und esse was. Und ich dachte, ich mache da mal ein bisschen Eigenwerbung. Also wenn dir das Video bis hierher gefällt, lass da gerne ein Like und ein Abo da. Und schreib mir auch gerne Inspiration für nächste Videos in die Kommentare. Ich bin auch auf Instagram und TikTok. Folg mir da auch sehr gerne, wenn du willst. Und jetzt esse ich was. Das ist jetzt trocken und ich werde jetzt anfangen, diesen Phönix da drauf zu malen. Okay, falsch gedacht. Das ist leider noch nicht ganz trocken. Ich muss jetzt hier auch noch ein paar Stellen ausbessern, weil es am Papier festgetrocknet ist. Ich werde es jetzt wieder zurück auf die Heizung legen und werde mich dann erstmal um das nächste Lesezeichen kümmern mit dem Himmel. Ich dachte mir, dass ich das Ganze jetzt wieder abklebe. Aber bevor ich das mache, mache ich vielleicht das andere Lesezeichen erstmal das Klebeband ab, um zu schauen, ob das überhaupt was geworden ist. Alles in einer anderen Reihenfolge heute. Bis auf hier unten hat das Klebeband also eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Hätte ich es nur gerade geklebt. Ich habe es richtig schief drauf geklebt. Natürlich ist der Ausschnitt dann somit auch schief geworden. Aber ja, dafür kann ja das Klebeband nichts. Ich habe es halt auf Augenmaß gemacht. Mein Augenmaß ist offensichtlich nicht so gut. Was soll ich sagen? Es ist trotzdem schön. Bevor ich mich also hier jetzt auch wieder blamiere, dass ich es falsch abklebe, beziehungsweise schief abklebe, mache ich das jetzt hier einfach gar nicht. Ich lasse es jetzt doch weg und dann mache ich jetzt einfach so hier den Himmel drauf. Das mache ich aber wieder mit Gouachefarben. So, das ist jetzt fertig. Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hier seht ihr auch nochmal die Vorlage. Ja, die Wolken hier oben sind jetzt nicht so geworden, aber ja, ich finde es trotzdem echt schön. Ich weiß nicht, woran es lag. Auch mit dem Hintergrund habe ich mir diesmal ein bisschen schwer getan. Aber irgendwie lief es nicht so von Anfang an. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich gleich los muss und ich mir so ein bisschen Stress gemacht habe, weil ich ja noch nicht den Phönix angefangen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher daran lag, dass das so ein bisschen Kopfsache war und ich mir da wieder Stress gemacht habe. Und ich hatte nämlich deshalb auch ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich denke, das hängt so alles zusammen. Nichtsdestotrotz fange ich die letzten paar Minuten trotzdem noch den Phönix an. Einfach nur ein bisschen. Ich mache mir da jetzt keinen Stress und keinen Druck. Ich versuche einfach nur ein bisschen voranzukommen. Ich versuche jetzt hier auch schon diese Federrichtung mit reinzumachen. Ja, das finde ich sieht schon mal ganz gut aus. Ich muss sagen, dieses Orange gefällt mir überhaupt nicht. So, das wird es dann für heute gewesen sein. Ich habe jetzt nur, ich sag mal, grob die Kontur. Bin hier schon mehrfach mit mehreren Farben rein, also viel Orange, dann das Braun von dem Acryl noch, auch ein bisschen Rot. Ich finde, das ist ganz gut so als Base, weil der Hintergrund sehr dunkel ist, brauche ich halt hier auch viel Farbe. Ich werde das jetzt so lassen und dann werde ich die Tage dran weiterarbeiten. Aber ich bin sehr zufrieden momentan mit diesem Ergebnis. Wie gesagt, es ist noch nicht fertig, aber fürs Erste echt gut und dann kann man da sehr gut drauf aufbauen.
wie man unschwer erkennen kann, bin ich wieder im Atelier. Gestern Abend konnte ich dann zu Hause oder habe ich zu Hause dann doch nichts mehr gemacht, weil ich wollte ja anfangen, dieses Video zu schneiden, aber mir ging es gestern Abend einfach nicht so gut. Und ja, jetzt ist es Mittag. 2:30 haben wir jetzt. Ich bin heute später hier, weil ich heute, oder wir waren heute Morgen auf der Beerdigung von meiner Oma. Ja, aber will darüber jetzt eigentlich auch gar nicht so viel reden. Ich dachte, ich nehme euch dann jetzt auch wieder mit. Ist ja dann auch irgendwie eigentlich ganz passend, dass ich jetzt den Phönix weitermale. Ein Fabelwesen, was sich selbst verbrennt und dann aus seiner eigenen Asche wieder aufsteigt. Ja, deswegen, ich koche mir jetzt gerade noch schnell Tee, mache mich dann da dran und hoffe, dass ich dann auch heute mit diesem Lesezeichen dann auch fertig werde. Ich finde, es sieht richtig, richtig cool aus. Ich werde jetzt anfangen mit dem Gold, mit den Farben hier. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich nehme den Ton, weil der so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt, den Unterschied, aber der ist ein bisschen wärmer, ein bisschen orangener, finde ich. Deswegen finde ich das ganz gut, aber vielleicht mische ich auch. Also vielleicht nehme ich auch noch mal ein paar andere Goldtöne und werde das dann da noch mal mit reinmachen. Auf jeden Fall hier unten will ich mit reinmachen. Dann will ich noch so ein paar wie so Funken drumherum machen. Hier oben noch so und hier unten mit rein. Und dann, wie gesagt, Funken auf die Rückseite. Und da wollte ich eigentlich noch einen Spruch draufschreiben. Ich hätte das voll gerne auch in so einem Gold. Aber ich habe immer noch keine Idee für einen Spruch. Also mal sehen, was so wird. Ich habe mich jetzt auch für die Rückseite für einen Spruch entschieden, und zwar den hier. Den werde ich jetzt versuchen, mal mit der goldenen Farbe und einem Pinsel drauf zu malen. Bin sehr gespannt, ob es klappt. Drückt mir die Daumen. Ich bin fertig. Ich bin einfach mit allen 4 Lesezeichen fertig. Dass ich das noch erleben darf. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, wir sind fertig. Cool, jetzt muss ich nur diese 150.000 Videos noch zusammenschneiden, die ich hier aufgenommen habe. Und es ist Freitag. Egal, ich will mich nicht beschweren. Ich mache das ja auch gerne, es macht mir auch Spaß. Ja, ich würde mal sagen, dann geht das Video langsam dem Ende zu. Ich zeige euch natürlich jetzt gleich noch irgendwie ganz cool alle Lesezeichen. Dann schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es interessant war, mich ein paar Tage wieder zu begleiten. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr sonst noch so sehen wollt. Oder auch Ideen, was ich malen kann. Immer her damit. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, wenn ihr euch das dann direkt anguckt am Sonntag. Ansonsten einen schönen Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe dann noch zu den Lesezeichen ein Buch geholt und natürlich musste ich dann auch noch eins für mich mitnehmen. Das Ganze habe ich dann noch bei Hunglubel einpacken lassen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Mega cool. Und abschließend waren wir dann noch was essen. Und somit endet dieser Vlog auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne Feedback da, auch zur Länge. Und abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Video. Ciao.